Als nächstes erteilen wir dem Redner der Fraktion der Piraten das Wort, für die wird Kimberly Freitag sprechen. Ente will nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen auf den Tribünen und im Livestream. Es ist kein großes Geheimnis, dass bei den Jugendlichen die Wahlbeteiligung relativ gering ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir dagegen etwas tun sollen und müssen. Das heißt, wir müssen das Interesse der Jugendlichen wecken. Und das geht sehr gut, meiner Meinung nach, mit diesem Politikprojekt in den Schulen. Unserer Meinung nach ist es wichtig, dass es verpflichtend ist. Und ein oder zwei Tage reichen auch unserer Meinung nach nicht aus. Deswegen fordern wir 3 oder eigentlich eher 4 bis 5 Tage, je nachdem, wie viele Schüler in einer Stufe sind. Außerdem fordern wir, dass das Projekt wiederholt wird, alle 2 oder 3 Jahre zum Beispiel. Weil es unserer Meinung nach nicht ausreicht, einfach nur in der 9. Klasse ein Projekt zu halten, sondern man sollte das Interesse der Jugendlichen frühzeitig wecken. Das heißt, man sollte schon in der 6. Klasse anfangen. Und dass es für alle Schulformen verpflichtend sein sollte, steht für mich und für uns außer Frage. Außerdem, die Bereitschaft muss da sein, das ist klar. Wenn Desinteresse herrscht, dann macht es keinen Sinn. Das heißt, die Schüler müssen auf jeden Fall mitbestimmen. Die Schüler müssen das Thema vorschlagen und auch organisieren. Natürlich mit Hilfe der Lehrer, denn es kann nicht sein, dass die Schüler die alleinige Verantwortung tragen. Außerdem sind wir der Meinung, dass das Land einen Leitfaden entwickeln soll, allerdings sich nicht großartig einmischen soll, da es immer noch Interesse der Schüler ist und die Schüler sich dafür interessieren müssen. Dazu gehört auch, dass die Schüler die Experten vorschlagen, die sie einladen wollen. Da muss man aber sehr konkret darauf hinweisen, dass ein kritischer Umgang mit diesen Meinungen zu führen ist. Es darf keine Beeinflussung herrschen. Man sollte darauf achten, dass ein kritischer Umgang geführt wird, auf jeden Fall. Und man sollte nicht alles glauben, was man hört. Denn es wird ja immer gepredigt, dass wir eigenständig sein sollen und wir mündige Schüler werden sollen. Das heißt, die Schüler müssen einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesen Meinungen lernen. Auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass die Schüler auch den groben Rahmen des Projektes organisieren müssen, mithilfe der Lehrer. Und allerdings sind wir auch der Meinung, dass das Ende in einer Plenardebatte bzw. in einer Diskussion enden sollte, um den Meinungsaustausch zu gewährleisten und eine Konsensbildung zu gewährleisten. Außerdem zum Thema Finanzierung sind wir, glaube ich, uns alle einig, dass die Kommunen nicht belastet werden dürfen. Und deswegen schlagen wir auch eine teilweise Finanzierung des Erasmus-Plus-Projekts an. Das heißt, ich meine, die CDU hat sich, glaube ich, nicht weiter darüber informiert. Das Erasmus-Plus-Projekt finanziert lediglich. Das Erasmus-Plus-Projekt finanziert lediglich 70%. Das heißt, der Rest müsste auf jeden Fall vom Land getragen werden, denn das Land ist verantwortlich für die Bildung, nicht der Bund. Die Kommunen sollten auf jeden Fall außen vor gelassen werden, das ist allen klar. Es sollte aber allerdings auch nicht daran scheitern, wenn das Erasmus-Projekt Nein zu diesem Vorschlag sagt. Denn bei politischer Bildung, generell bei Bildung, darf es nicht an Geld mangeln. Keine Bildung ist viel zu teuer. Wir, die Schüler, sind die Zukunft. Insofern muss definitiv mehr Geld in die Bildung fließen. Dankeschön. Bitte, Kimberly, bitte vergessen Sie erstens Ihre Ente nicht und zweitens, es gibt eine Kurzintervention von der Fraktion der Grünen, für die Robin Böhme sprechen wird. Vielen Dank. So, jetzt. Im Grundsatz finde ich die Ideen der Piraten ja wirklich gut. Allerdings gibt es hier im Änderungsantrag einen Aspekt, den ich nicht so akzeptieren kann. Einerseits sagt ihr, dass ab der 5. Klasse den Schülerinnen und Schülern bereitgestellt werden sollte, an diesem
Politikprojekt teilzunehmen. Und andererseits sagt ihr in Punkt 6, dass es den Schülerinnen und Schülern obliegt, Experten einzuladen. Und wie sollen Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse bitte schön Experten einladen? Wir sind der Meinung, dass die Schüler definitiv daran partizipieren müssen. Das heißt, sie müssen auch entscheiden, welche Experten wollen sie hören. Natürlich sind wir auch nicht der Meinung, dass die 5. oder 6. Klässler es alleine organisieren müssen. Allerdings sollten die Schüler auch äußern dürfen, welche Experten sie hören wollen. Sollten die Schüler keine wirklichen Vorschläge haben, müssen die Lehrer natürlich sie unterstützen. Auch gerade die 5. und 6. Klässler müssen von den Lehrern unterstützt werden, wie man die Politiker oder die anderen Experten einladen kann. Also die Schüler sollen natürlich nicht alleine gelassen werden. Das steht aber auch in dem Antrag. Sind Sie fertig? Mit Unterstützung der Lehrer, doch. Es gibt keine Antwort bei der Kurzintervention. Vielen Dank.